Das war die Kennenlern-Show, Leute. Ich bin auch schon ein bisschen müde. Schön, dass ihr am Start seid. Wir drehen mit euch noch eine kleine Runde übers Parkett. Und was war das bitte für eine erste Show? Ich glaube, wir haben richtig starke Kandidaten und starke Kandidatinnen. Und wir fühlen denen jetzt noch so ein bisschen auf den Zahn. Kommt einfach mal mit aufs Parkett. So, Frauke ist natürlich hier noch fleißig am Moderieren. Aber es ist schön, dass ihr noch am Start seid hier bei uns im Livestream. Ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen wach. Ihr seid noch ein bisschen wach. Ach, ich laufe an den ersten Gästen hier schon vorbei. Willst du in die Mitte oder jemand? Nee, bleibt gerne auf der Seite. Euch hat man die Freude kaum angemerkt, würde ich sagen, oder? Naja, ich fand es so mittelmäßig. Also ihr könnt mir jetzt schon... Das war eine kleine... Naja. Wir gehen noch ein paar Schritte zur Seite. Okay. Aber ihr seid happy, oder? Also... Ich glaube, Detlef ist richtig happy. Ich bin wirklich riesig happy, aber ich glaube, er weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Nee, ich glaube, ja, ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich weiß auch, dass ich genau diese Stärke brauche. Und vielleicht wird es auch mal krachen, das kann sein, ja, falls wir es schaffen, ein paar Wochen dabei zu sein, aber ich habe mir diese Stärke gewünscht und das habe ich gemerkt bei den Proben, die wir miteinander hatten, dass Iket die hat. Und deswegen war das für mich so, ich dachte so, ey, wenn ich das hinkriege, dann... Oh, aber vielleicht sage ich dir nächste Woche schon mal andere. Vielleicht versuche ich dann ich sie auszuwechseln. Ich sehe an ihrem Blick schon, du hast da einiges vorbereitet für Detlef, oder? Ich war noch sehr lieb. Verstehst du warst noch sehr lieb? Ich war lieb, ja klar. Man muss sich zuerst am Anfang gut verkaufen, verstehst du? Okay, Detlef, wann muss sie die Schublade mit den wirklich strengen Methoden öffnen? Wann wird das der Fall sein? Naja, wenn ich launisch werde, wenn irgendwie so ein Song dabei ist, den ich vielleicht nicht so mag. Ich meine, dazu dann sind... Dann singe ich noch diese Song, geil. Ja, also... Training. Das wird noch krasser. Da fallen die Ohren ab. Okay, was sind so die größten Macken, mit denen man bei dir irgendwie umgehen muss? Also wann wirst du launisch? Ich? Wann ich laut werde? Ja. Also ich werde versuchen, bei hier Drill Instructor Iket überhaupt nicht laut zu werden. Früher wurde ich immer Drill Instructor genannt, aber ich glaube, ich habe jetzt meinen Drill Instructor gefunden. Also du denkst, du kriegst diesen Perspektivwechsel auch gut hin? Musst du auch ein bisschen lernen, das Steuer loszulassen. Ja, das ist ja das, worauf ich mich freue. Vielleicht zeige ich dir in 10 Tagen was anderes. Ich bin gespannt. Jetzt freue ich mich darauf, Schüler zu sein. Vielleicht schon, weiß ich nicht, am Sonntag, wenn wir proben oder so, gehe ich danach nach Hause und sage, okay, hätte ich mir mal anders gewünscht, weißt du? Aber jetzt bin ich erstmal wirklich mega happy. Ich finde, ihr macht einen super guten Eindruck zusammen. Was habt ihr euch vorgenommen? Habt ihr so ein kleines Ziel schon abgesteckt für euch? Also für dich ist natürlich Iket nur Finale, oder? Nein, also wir glauben, wir machen jede Woche für jede Woche, also Show zu Show und dann schauen wir mal. Also man soll nicht so weit nach vorne schauen, man soll einfach jede Woche das Beste machen und sagen wir so, wir sind frisch zusammen gebracht. deswegen muss man zuerst zusammen, sagen wir so, noch mehr kommen als Team und dann gucken wir, wie es weiter den Weg führt. Also jetzt kann man noch nicht sagen, jetzt ist so, ehrlich gesagt, davor hat Aufregung war so hoch, ich konnte kaum reden, aber jetzt, dass diese Erleichterung kommt und man, also Kopf funktioniert noch nicht, ja. Also die Emotionen sind noch da, aber Kopf ist noch aus. Aber wenn man dir so in die Augen guckt, Detlef, man sieht so ein sehr ehrgeiziges Funkeln auf jeden Fall. Ich bin ehrgeizig, ja. Aber ich habe genau die gleiche Einstellung wie Iket. Ich möchte gerne von Woche zu Woche, ich will wirklich intensiv in die Wochen reingehen, in die Trainings reingehen, da das wirklich das Beste geben und das nicht nur eine Floskel, um dort halt abliefern zu können. Und dann sehen wir, es kann so viel passieren, aber ich bin erstmal froh, dass wir zusammen tanzen dürfen, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und ich weiß, dass es nicht immer ein Zuckerschlecken werden wird mit ihr, das ist mir schon klar. Aber ich kenne es ja von mir selbst, wenn ich mit Leuten arbeite, dass manchmal die Härte auch eine Form von Wertschätzung und Respekt ist, weil es zeigt, dass man will, dass man besser wird. Das heißt, du kannst auch verstehen, wenn sie ein bisschen strenger wird zu dir. Er sagt nur so lieb. Weißt du, es ist immer am Anfang. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es ist wie Honeymoon bei Hochzeit. Ja. Also, es ist immer so, ja, wir freuen uns so schön. Du, ich kann es dir überhaupt nicht sagen. Also, wie gesagt, also, wir werden sehen, was passiert. Ich bin gespannt. Woche 3, Woche 4, wie ihr dann hier in den Interviews seid. Oh Gott, okay. Kannst du bitte einfach gehen? Aber ich glaube, dass wir... Scheidung einreichen? Oh, Scheidung, das wäre auch was Neues bei Let's Dance, aber das glaube ich bei euch nicht. Ah, du meinst, dass wir während der Staffel uns gegenseitig verlassen? Das kann mir nicht... Also, wenn es soweit sein sollte, ruft mich als Paartherapeuten an, ich versuche das zu regeln. Okay. Also, ich habe keine Lizenz und gar nichts, aber... Rein, was, genau, ja? Eine Sprechstunde.
Genau. Ich mache die Couch für euch frei, ihr hockt euch hin. Ja, es ist ein offenes Angebot. Wer das auch brauchen. Stell mal vor. Nein, es ist, also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß, dass es hart wird, ist mir total klar. Nein, ich sage... Auf welchen Tanz freust du dich am meisten? Also ganz ehrlich, womit ich gar keine Peilung hatte, was ich aber jetzt gut finde, sind so vier, die ich wirklich gut finde. Das ist Langsamer Walzer. Ja. Denke ich. Ja, also mir macht der Spaß. Vielleicht seid ihr, was machst denn du da? Und dann Cha-Cha ist schwer. Aber sieht so geil aus. Also ich hoffe, du kannst mir das beibringen. Rumba finde ich cool. Und Paso Doble. Aber das scheint doch ein guter Schüler schon zu sein, wenn er schon so eine Hitliste an Tänzen hat. Kannst du mal sehen, also, das ist du mal sehen was ich alles schon kenne? Ich habe recherchiert, wie die Tänzer heißen. Schnell noch kurz gegoogelt. Gut gegoogelt. Also im Internet sehen sie gut aus. Ich drücke euch von Herzen alle Daumen, die ich habe, zwei Stück, dass das wirklich eine lange Reise für euch wird. Oh, danke schön. Und vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Sehr, sehr Dankeschön. Ich nehme dir das Mikro nochmal ab, Detlef. Ja, wir gehen jetzt trainieren. Ihr geht trainieren, sehr gut. Wir sehen uns im Training. Ciao. So, wir gucken mal noch ein bisschen weiter, wer gleich noch Zeit für uns hat. Schön, dass ihr noch dran seid. Schreibt doch mal gerne in den Chat, wie euch die erste Show gefallen hat. Und vor allem, wer für euch so als Paar irgendwie sich so als Favorit rauskristallisiert hat. Ich glaube, wir haben wirklich ein paar spannende Paarungen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das bei Detlef und Iket so abgeht. Ich glaube, da ist echt, da ist richtig Pulver drin. Das ist nicht dein Partner, aber kann ja passieren. Massimo ist die ganze Zeit weg. Was wollt ihr wissen? Was wollt ihr wissen? So wir nicht zusammen? Wollt ihr sagen, geht's euch beiden denn trotzdem gut? Also uns geht's gut. Euch geht's gut. Ja, sehr gut. Seid ihr auch, wenn ihr jetzt nicht unser Paar seid, seid ihr denn mit euren Paarungen zufrieden? Ja. Weiter? Doch, also ich muss ja sagen, Massimo, mit ihm habe ich eigentlich am wenigsten gesprochen in den ganzen letzten Tagen. Ja. Deswegen war es ein bisschen komisch für mich, weil ich mit den anderen Jungs ein bisschen mehr Kontakt hatte. Natürlich, weil ich mit denen in der Gruppe war, aber ich denke, ich werde ihn jetzt einfach gut und besser kennenlernen. Also seitdem wir wussten, dass wir ein Paar sind, habe ich mich schnell zu ihm gesetzt und ganz viel mit ihm gesprochen, um ein bisschen so mit ihm wärmer zu werden einfach. Und es klappt, glaube ich, ganz gut. Du hast auch heute schon sehr, sehr viel Lob gekriegt, auch von Lambi. Erste Show, erster Abend und dann direkt so viel Lob. Ja. Wo packst du das hin? Ich muss es ehrlich gesagt erstmal verarbeiten. Ja. Ich kann es selber gar nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Ich hätte das nie im Leben gedacht. Wirklich. Wie war auch so dieser erste Moment, auf diesem Let's Dance-Parkett zu stehen und diese erste Live-Show zu erleben? Ja. Ich sehe dieses Glitzern in deinen Augen. Ja, da kommt endlich auch der richtige Partner. Also wenn du so weitermachst, Massimo. Komm gerne gleich trotzdem nochmal vorbei. Sorry, ihr Lieben. Ich höre gerade schon raus, sehr zufrieden mit der Verpaarung. Ja, ich bin ja sehr aufgeregt. Wir haben noch nicht so viel miteinander quatschen können. Wir lernen es jetzt gerade erst kennen. Das ist ja immer wie so eine Zwangsehe. Okay, wollen wir ein kleines Speeddate machen? Ja. Lieblingsfarbe? Jeweils? Schwarz. Schwarz, ja. Okay, das ist schon mal ein Match. Lieblingstier? Pferd. Hund. Pferd, Hund. Okay, da arbeiten wir noch dran. Ja. Lieblingsgetränk? Alkoholisch oder? Egal. Moscow Mule. Nein, Picantel. Prosecco auf Eis. Okay, Reiseziel nehmen wir noch. Das nächste Reiseziel für euch? Steht bei mir noch gar nicht fest. Ich habe keine Ahnung, aber Europa wäre mal wieder gut. Also vielleicht sowas wie Santorini oder so. Ja, Mittelmeer. Ja. Oh, Santorini klingt gut. Also Mittelmeer ist auf jeden Fall der gemeinsame Nenner. Ja. Sonst noch was ihr jetzt dringend übereinander wissen müsst? Das hier ist eine offene Fragestunde. Also mein erster Spruch zu ihm war, ich habe Angst vor dir. Oh, das ist streng wie Ike. Das ist ja eine gute Basis. Ich bin nicht so streng wie Ike, Katharina, aber fast. Und jetzt versucht er natürlich ganz nett und lieb zu mir sein, weil er das weiß, dass ich Angst vor ihm habe, aber... Nee, ich bin gar nicht so streng. Ich bin nicht streng. Ah, das ist der Blick, bei dem man nicht so richtig weiß, wie oder? Hat er es jetzt gemeint. Ne? Wie fragt Eva heute, Eva und Affe auf Bike, ich bin nicht streng, bin nicht streng. So, Mittel. Okay, wie gehst du jetzt die ersten Trainingseinheiten mit dir an? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Ja, ich habe ja jetzt schon ein bisschen was gesehen im Cha-Cha-Cha. Ich verrate jetzt nicht zu viel, wo die Stärken sind, wo ich die Schwächen sehe. Und wir werden an Stärken arbeiten, viel Technik und ja, wir haben einiges zu tun. Ich weiß nicht, welcher Tanz kommt, deswegen kann ich nicht so viel sagen. Aber sie hat schon sehr viel Lob heute gekriegt, oder? Ja. Ich glaube, zweitbeste Wertung. Er hält sich ein bisschen zurück mit dem Loben, ne? Vielleicht ist es so dieses typische Tiefstapeln. Das kennt man ja auch irgendwie so nach Fußballspielen. Wir gucken jetzt mal von Spiel zu Spiel. Ist auch okay. Wir haben dieses Jahr super starke Paare, super starke Herren auch, starke Konkurrenz. Und ich denke mal von Woche zu Woche. Wie stehst du zum Thema Hüte, um euch kennenzulernen?
Was? Zum Thema Hut, wie stehst du zum Thema Hut? Also ich liebe Hüte. Siehst du, das ist doch eine gute... Ich finde, ihr werdet als Paar immer besser. Immer besser, wir versuchen es. Soll ich beim nächsten Mal, soll ich beim Training auch einen anziehen? Kennst du, wie heißt das? Scheiße, wie heißt das? Was meinst du? Diese Dating-Show, wo immer die Lichter angehen. Fuck bei RTL. Hilf mir. Du meinst nicht Naked Attraction, oder? Nein. Okay, gut, was für Lichter. Take me out. Oh ja. Gott, okay. Das andere ist auch RTL 2. Und du hättest gebuzzert. Nein, halt buzzern ist ja rausschmeißen, ne? Nein. Also das Licht wäre nach dem Cha-Cha angeblieben. Ihr würdet am Ende in der Limousine sitzen, so, für ein Date. Nur für den Tanzen. Also nur fürs Tanzen, klar. Ja, nur fürs Tanzen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg für eure gemeinsame Reise. Jo. Und erste Trainingseinheit steht jetzt an? Wird hart. Aber herzlich. Was wird so die größte Schwachstelle bei dir? Werde ich nicht verraten, du lebensmüde. Wir verraten nur Stärken. Nur Stärken, ihr seid nur Stärken verraten. Ich drücke euch alle Daumen. Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Juhu. Sehr, sehr gerne einmal reinspaziert in unseren Stream. Hey, guys. Hallo. Also, die Hebefigur war ja schon mal hervorragend. Also, kriegt ihr die aus dem Stegreif für unseren Stream nochmal hin? Guck mal. Achtung. Ja, let's go. Okay, let's go. Halleluja. 10 Punkte Kelle direkt. Oder? Ja, oder? Also wirklich. Lambi wird aus den Socken gehauen. Aber ich sehe auch in euren Gesichtern, ihr seid richtig happy mit dem Abend. Ihr seid happy mit der jeweiligen Partnerwahl. Es kann losgehen, oder? Let's Dance kann losgehen. Auf jeden Fall. Also wir hatten mitunter am wenigsten Kontakt bisher, aber es stimmt sofort. Also der Vibe stimmt, wir haben uns gesehen, ich habe ihn hochgehoben. Zack, und die Magie war da. Es war wirklich so eine spontane Aktion, ja, das war wirklich nicht geplant, weil manche hier schon fragen, hey, das habt ihr bestimmt einstudiert oder so. Nein, wirklich zack. Und ich muss sagen, du hast gesehen, Sophia, sie braucht noch nicht mehr ins Knie zu gehen. Zack, aus dem Bizeps raus, alles. Es ist unglaublich. Also das ist eine... Aber wie kann man diese Stärke, ihre Stärke, jetzt auch in eine Stärke umwandeln auf dem Parkett? Das ist dein Job. Das ist mein Job. Ich habe schon ein paar Ideen. Tanzen ist ja eine elegante Sportart, aber zum Tanzen gehört viel mehr. Es gehört Sport, es gehört eine Fitness dazu, die sie mitbringt, das ist geil. Sie hat natürlich Muskeln, die auch ein bisschen manchmal zu viel sind, zu viel äußerlich sind, aber die müssen wir einfach schauen, dass wir die so integrieren, dass das alles so ein bisschen leckerer werden, nicht so und dann... Okay, und dann wird das gut. Sophia, wie kriegen wir dieses Mua? Das suche ich schon seit Jahren. Ich habe es noch selbst noch nie entdeckt. Ich nenne mich immer selbst liebevoll den Panzerknacker. Na. Und versuchen wir mal, so den Panzerknacker ein bisschen Mua hinzubekommen. Also ein bisschen Mua in den Panzerknacker. Aber das kriegen wir doch hin, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, du hast die kompetenteste Wahl heute. Mit dem erhalten. Hemd auf jeden Fall. Mit dem Hemd sowieso. Aber weißt du, dass der Mann auch gerne auf Zähne guckt eigentlich? Auf Zähne? Ja, auf Zähne. Hast du es noch nicht gesagt? Das ist die Phase, wo man sich kennenlernt hier bei uns. Der Mann ist auch noch Zahnarzt. Ah, ja. Doch, du wusstest das, oder? Ja, mein ältester Zahntechniker. Ehrlich? Ja. Ja, geil. Familiengeschäft. Wollte ich gerade sagen, wenn du zwischenzeitlich Probleme bekommst, du hast hier direkt Fachpersonal an deiner Seite. So, wie geht's jetzt weiter in eurem Training? Was sind so die ersten Methoden von dir? Mein Lieber, erstmal den Samstag überleben. Du weißt ja, für uns Profis ist es ein wahnsinnig heftiger Tag. Wir müssen Choreo machen, wir müssen Inszenierung ausdenken. Wir wissen selbst noch gar nicht, welchen Tanz wir haben. Das heißt, wir kriegen gleich eine E-Mail. Wir schauen da rein, zack, ratter, wir müssen nachdenken. Ich muss morgen nach Berlin reisen. Es geht in die Hauptstadt. Es ist geil, aber es ist ein langer Weg. Ich nehme den Zug, da kann man ein bisschen nachdenken. Das ist ganz gut. Und dann Sonntag früh kommen und direkt drauf loshauen. Also wirklich Techniker lernen, den Tanz spüren, kennenlernen. Das wird sicherlich kein Charleston sein, sondern was Neues, was anderes. Und das Ding ist ja, du hast ja so wenig Zeit, du hast ja 3,5 Tage Zeit. Es ist gar nichts. Das heißt, du musst um 8 Uhr morgens starten, du musst um 8 Uhr abends enden, sonst packt man das nicht. Das werden wirklich intensive Wochen, die dir jetzt bevorstehen. Also, er kennt es natürlich, aber für dich wird es neu. Hast du schon so halbwegs realisiert, was da jetzt auf dich zukommt? Ich glaube jetzt mal, jetzt ist das die ganze mit der Kennenlernen-Show und jetzt die erste Woche, das ist jetzt ganz was anderes, was jetzt auf mich zukommt. Aber ich kenne das eben, ich kann mir gut wehtun. Ich kenne hartes, langes Training und jetzt muss ich quasi einmal umswitchen. Und ich glaube, ich lerne auch schnell und ich hab Bock und ich will am liebsten jetzt schon anfangen. Okay, dann bitte, ich will euch gar nicht aufhalten. Auf geht's ins Training. Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön, danke, ciao. Juhu! So, wir kommen ein bisschen zu euch. Einmal das Mikro. Wow. Erster Abend geschafft. Boah. Wie war es für euch?
Sag du, fang an. Für mich war super, weil vor allem war ich aufgeregt vor der Verkündung. Und dann dachte ich, wir werden nicht im gleichen Verfahren bleiben, die Gruppen. Aber dann höre ich diesen Namen und ich dachte, it's a match. It's a match. Also, ich habe euch auch angesehen, ihr wart sehr, sehr happy mit der Wahl, oder? 100%. Wir haben es beim Training gut verstanden. Also, das, was wir zusammengetanzt haben heute, war auch gut, meiner Meinung nach. Vibe auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, was auf mich zukommt. Seid gespannt. Es kann was werden. Wir sind alle gespannt. Ich glaube, das wird auch eine wilde Reise bei euch beiden. Stefano, wie war für dich dieses erste Mal live auf dem Let's Dance-Parkett? Ansage von Patrick aus dem Off. Wie war's? War krass. Also, ich habe irgendwie keinen Menschen gesehen. Ich habe wirklich über alles ausgeblendet. Tunnel, ja. Hab kurz Lambi gesehen, dann war mir schwindelig. Aber das Gefühl kennen, glaube ich, schwer, viele. Es ist schwer, es in Worte zu fassen, was man da so fühlt, weil es passiert einfach. Und ich habe versucht, alles zu geben und aber hat echt Bock gemacht. Es macht Spaß. Und es wird weiterhin euch hoffentlich ganz, ganz viel Spaß machen zusammen. Dankeschön. Ihr müsst, glaube ich, los zum Gruppenfoto. Ja. Deswegen nehme ich euch das Mikro gerne nochmal ab. Danke alles dir. Gute und eine erfolgreiche Trainingswoche. Ja, es hat trainiert. Auf jeden Fall nicht entspannt. Oh, ich bin gespannt. Auch die beiden, ein wirklich, finde ich, sehr, sehr tolles Paar. Schreibt doch auch gerne mal hier in die Kommentare, wie ihr das findet. Wir gehen mal jetzt ein bisschen mit euch zusammen nach vorne, weil ihr kennt es ja hier. Wird dann immer das obligatorische Gruppenfoto gemacht. Da stellen sich dann alle einmal hin auf unsere Let's Dance-Treppe, die auch dieses Jahr so ein bisschen so einen neuen Anstrich bekommen hat. Und dann gibt es das Gruppenfoto. Wir haben einen Special Guest! Juhu! Und zwar Christina Luft ist da. Also erstmal, du siehst fantastisch aus. Vielen lieben Dank. Dankeschön, also, das freut mich. Direkt zwei Menschen in unserem Stream. Geht's dir gut? Mir geht's hervorragend, muss ich sagen. Sehr entspannt, sehr relaxed. Es war wunderbar, die Show auch mal von der Seite zu sehen. Es sieht auch so toll aus, euch drei da zu sehen und zu wissen, die Familie wird größer. Die Familie wird einfach größer. Wir haben ja einen Auftrag. Wir nehmen unseren Auftrag sehr ernst, dafür Nachwuchs zu sorgen hier in der Sendung. Wann werden für den Nachwuchs die ersten Tanzschuhe gekauft? Oh, gute Frage. Vielleicht stehen erstmal. Vielleicht auch zuerst tanzen und stehen, weil wir werden es dann sehen. Aber früh übt sich. Was ist denn der erste gute Grundschritt, wenn man so laufen kann als Baby? Wahrscheinlich Salsa. Vor und zurück. Und vor und zurück. Das geht doch gut, Ich sehe da schon, wie du da stehst und so die ersten Schritte übst. Ja. Richtig gut. Das ist auf jeden Fall, wie fandest du heute die Show? Ey, richtig, richtig gut. Mir hat es richtig gut gefallen und mir gefällt dieses Jahr besonders, dass es keine klaren Favoriten gibt und keine Totalausfälle. Das macht die Show unfassbar spannend. Stimmt, das hat Mozzi auch gesagt. Der Cast und das Feld ist richtig, richtig stark dieses Jahr. Hast du trotzdem so eine Top 3 schon so auf deiner Liste, wo du sagen würdest, den traue ich zu, ins Finale zu kommen? Ja, nach der Show heute würde man natürlich sagen, irgendwie Gabriel, Lulu und... Oh, da wird es schon schwierig. Mhm. Vielleicht Detlef, aber vielleicht auch einer der anderen. Und man muss aber sehen, dieses Mal haben vielleicht die Leute Standard getanzt, nächstes Mal Latein und andersrum. Dann sieht alles nochmal ganz anders aus. Also, wird spannend. Welchen Rat würdest du jetzt den Promis geben? Man braucht einen Langatem. Ja. Nicht kurzfristig denken, sondern langfristig denken und auf die Partnerinnen und Partner hören. Das ist das Allerwichtigste hier bei Let's Dance. Also wirklich, das ist das Wichtigste. Hört da drauf, was die Partner und Partnerinnen sagen. Und ich sehe schon, wir haben noch zwei Menschen, die in unseren Stream kommen können. Renata, Lucien. Es ist so ein schönes Gefühl, neben euch beiden zu stehen und so dieses pure Leben, die pure Freude zu sehen. Wie geht's dir, wie geht's euch? Uns geht es super. Gott sei Dank topfit, Gott sei Dank alles gut. Wir genießen die Show zu dritt. Das war heute so viel Spaß gemacht. Wirklich. Und die Mädels auch strahlen. Oh mein Gott. Ich habe auch gerade schon gesagt, es ist so schön, euch drei zu sehen. Und jetzt sind sie alle drei da. Ist das nicht schön? Komm gerne noch dazu. Ja, ich war die ganzen Kollegen natürlich begrüßen und was weiß ich. Es ist hier ein Tumult, ein sehr schönes Tumult. Aber spricht man dann auch so untereinander über die aktuellen Babythemen? Was war so das, was ihr heute besprochen habt? Also wir haben eigentlich nur über Let's Dance gesprochen, ehrlicherweise. Wer mit wem und dass die Promis alle super gut getanzt haben. Also Baby war nicht so
viel, oder? Wir haben nur so gesagt, oh, mein Baby dreht sich, du hast gesagt, auch es dreht sich, es bewegt sich. Also die Kleine bei mir reagiert wirklich auf die Musik da, und so. Wollte ich sagen, da wurde auch fleißig getanzt im Bauch? Ja, ist immer, wenn die Musik da ist, natürlich Geräusche, ist automatisch, glaube ich, wird sie tanzen. Wann würdest du ihr die ersten Schritte beibringen? Das habe ich Christina auch gerade schon gefragt. Die ersten, also mal schauen, aber ich glaube, sie tanzt jetzt schon im Bauch. Das wird von Anfang an sein. Direkt in den Gehen. Direkt eher tanzen, anstatt gehen, glaube ich. ist ganz, geht gar nicht anders, wenn zwei Elternteile Tänzer sind, oder? Ja, absolut. Ja. Also das muss ja dann in den Gehen liegen, anders geht es ja gar nicht. Wie hat euch die Show heute gefallen? Es war Feuerwerk, wie immer. Also von Emotionen sowieso. Tolles Tanzen, es war tolle Musik, also es war echt mitreißend. Hat es euch auch so sehr gefehlt wie mir? Ja. Diese Freitage, die endlich wieder einen Sinn machen? Alleine das Opening, mein Gott, Gänsehaut. Wir wollten alle mittanzen direkt. Aber dann Jolt und Malika auch wirklich einen rausgehauen. Mega, wirklich. Wow. Also ein Riesenkompliment an die zwei an dieser Stelle. Wir haben gesagt, selten, also es sind alle Openings bei Let's Dance toll, aber selten haben wir so ein tänzerisches Opening gehabt, wo wir gesagt haben, wow, das wollen wir bitte jetzt mehr sehen, ja. Also es werden auf jeden Fall wieder fantastische Wochen, fantastische Freitage. Wie lange dauert es noch bei dir? Es ist fast soweit, ne? Es könnte auch heute passieren. Es könnte heute passieren. Aber ich würde... Nein, ich würde gerne noch ein paar Wochen hier bleiben und Valentin unterstützen und natürlich andere Kollegen. Aber es kann wirklich immer so weit sein. Aber was soll ich zu Hause sitzen? Ich bin fit und alles gut. Von Köln nach Düsseldorf ist nicht weit. Ja. Aber was wäre das für ein Timing, wenn es an einem Freitag passieren würde? Das wäre doch dann fast schon Schicksal. Das wäre ein Let's Dance Baby durch und durch. Das ist, also kann man sich eigentlich nur so vorstellen, dass es so passieren wird. Habt ihr zwei Favoriten aus dem Feld schon ausgeguckt? Nein. Ich mag mir das gar nicht. Nee. Also das ist, jetzt geht es ja erst los, wenn die Paarkonstellationen zusammenkommen und wieder die erste Woche verbringen. Also Show 1 ist das Spannendste von allen. Jetzt wird gearbeitet. Jetzt geht's wirklich, jetzt geht's ans Eingemachte. Und ich glaube, Christina, du und ich, wir möchten auch, wir wohnen ja nur ein bisschen zu weit weg, aber vielleicht kommen wir auch hier vorbei und feuern alle an. Aber juckt es euch auch so ein bisschen in den Fingern, hier und da mal so Ratschläge zu geben? Ratschläge? Oder Tipps zu geben? Alle so Profis. Du meinst also Ratschläge für Profitänzer? Absolut, ja. Oder nein, für die Promis auch. Für die Promis. Genießt jeden Moment. Das ist das Allerwichtigste, oder? Die Zeit wird nie mehr zurück sein. Ich hatte den Moment mit euch dreien sehr, sehr genossen. Euch sechs, vielen lieben Dank für eure Zeit. Vielen lieben Dank dir auch dafür. Dankeschön. Immer gern. Und alles, alles Gute noch euch. Danke. Ciao. Hereinspaziert. Was für ein tolles Paar. Also ich glaube, ich wollte gerade sagen, also das ist auch ein Match, habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe auch direkt, also als ich hinten gesehen habe, gedacht, die Energie bei euch, die stimmt. Ja. Ja. Wie habt ihr den Moment wahrgenommen, als klar war, dass ihr beide zusammen tanzen werdet? Also, Entschuldigung. Nee, fang du an. Sag du. Wir haben auch zusammen unsere Gruppentänze getanzt. Ja. Unser Teamname war Sexy Birds. Oh ja, bleibt der bestehen? Nein. Okay, da gibt's ein Update. Da waren wir uns schon einig. Okay. Wir suchen ihn noch. Ja. Was wollte ich sagen? Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ich habe es erst gar nicht gecheckt. Ich habe erst gecheckt, als du dich auch gefreut hast. Und dann war ich so, ich habe mich nicht verhört. Schau mal an. Ich wollte gerade sagen, farblich passt das schon mal. Und du weißt, dieser Mann hat Finalpotenzial. Du warst ja jetzt die letzten beiden Male im Finale. Ja. Also das ist eigentlich, ich wollte gerade sagen, das ist der Anspruch und ich glaube, das könnte auch dieses Mal doch wieder funktionieren. Also ich sehe das doch schon in deinen Augen, das hast du schon anvisiert, oder? Ich habe gesehen beim Training, was habe ich dir gesagt, du hast wirklich einen naturellen Bewegungsablauf in der Körperkoordination und Muskelaufbau müssen wir noch machen. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Sehr gut. Wir arbeiten an Balance, wir arbeiten an der Ausstrahlung, dass sie von dieser Ausstrahlung, was sie hat, guck mal. Ja, oder? Toll, oder? Das ist mir von Sekunde 1 an aufgefallen. Das ist mega. Wir arbeiten noch ein paar Sachen. Ich habe schon ein paar Übungen für dich. Und sei gespannt. Ich bin gespannt. Ja, und du weißt, Jolt steht auch so ein bisschen dafür, ich sag mal, unorthodoxe Trainingsmethoden anzuwenden. Ne? Also ich weiß nicht, ob du weißt, auf was du dich da eingelassen hast. Ich weiß es nicht. Dieser Mann ist teilweise freaky unterwegs im Training.
Ich erinnere mich an Stangen letztes Jahr, die benutzt wurden. Du erinnerst dich auch. Und ich glaube, ich sehe auch jetzt schon, was hast du dir vorgenommen dieses Jahr? Ich habe ein paar Übungen. Aus Bremen habe ich die Stadtmusikanten aus Bremen. Das wirst du wirklich machen? Habe ich schon mit ihm probiert. Na klar. Das heißt, du wirst, sie soll dann auf deinen Rücken oder ja. was? Ja. Sollen wir das hier schon mal testen? Komm, du hast es jetzt hier schon so vollmundig angekündigt. Okay, ich muss auf vier Beine und du musst genauso auf zwei Hände hier. Ich sag okay. auf meiner. Haben wir den Krankenwagen in Reichweite? Du musst hier stehen, falls was passiert. Ja. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Okay. Aber locker. Okay, das sind die Bremer Stadtmusikanten, als Trainingsmethode von Jolt. Das Ding ist, wir müssen dazu sagen, wir haben das vorhin noch schon... Noch nicht runter. Aber was ist das? Das ist die Übung Bremer Stadtmusikanten. Das sieht man doch, bitteschön. Okay, das ist für Balance und... Das ist deine Balance auch. Das ist ein Team, 50-50-Business. Ich 50% von dir, 50% von mir. Also wenn das eine olympische Disziplin wäre, Goldmedaille ist sicher. Schau mal, was können wir. Guck mal. Was macht er? Und du musst mir nachmachen. Ich mach nach. Warte, weil ich muss auch. Was machst du denn? Hier. Das ist schon die erste Trainingseinheit hier live, finde ich sehr gut. Aber die Stadtmusikanten sind vier. Ne? Ja, willst du noch drauf? willst du noch oben drauf? Okay, reicht. Okay, wir haben glaube ich, gemerkt, dass du sehr, sehr kreativ unterwegs bist im Training. So. Ich muss aber sagen, wir haben das vorhin schon ganz kurz getestet. Ja. Ich habe genau eine Sekunde ausgehalten. Von daher, das ist doch schon eine Grundlage, oder? Ja, das ist schon eine Grundlage. Aber allerwichtigste, dass wir freuen uns sehr, dass wir zusammen tanzen dürfen für euch. Und wir würden super, super Gas geben. Auf jeden Fall. Sag ja bitte. Montag um 8. ich sag ja, auf jeden Fall. Ja. Und Sonntag um 8, sorry. Sonntag. Wow! Oh! Check 24. Das ist die Einstellung. Ja. Ja. Ich freue mich sehr. Wirklich. Tolle Show, tolle Energie war heute. Und wirklich. Ja, es war alles toll. Und ja. Wir müssen auch noch kurz sagen, Jolt, ein unfassbares Opening. Danke Ganz sehr. Ganz großen Respekt dafür. Ja, richtig. Also da habt ihr wirklich einen rausgehauen, ihr zwei. Ja. Wie viel Arbeit steckt da drin? Ja, sehr viel. Mehrere Tage, weil das haben wir schon noch nie gemacht. Und das hat uns ein bisschen rausgebracht von unserer Komfortzone, ein bisschen anders zu denken. Und wirklich Respekt für Vadim und Katrin auch, was die machen bei der Tour. Oder für Gerald, Anastasia, Jimmy, was die hier, Sascha, was die hier auf die Bühne kreieren. Ja. Immer Show zu Show, diese tolle Openings. Und ich kann sagen, wir können nur lernen dadurch. Wir können nur uns entwickeln und wir können... einfach das genießen. Das ist ein wirklich tolles Geschenk. Ich habe gefeiert. Ich glaube, das ist das allerwichtigste Wort, genießen. Und ich habe bei dir gemerkt, du warst vor der Show schon ein bisschen angespannt, natürlich, aber konntest du es genießen? Oder war so der Kopf auf dem Parkett sehr, sehr an? Er war auf jeden Fall an, aber es gibt immer einen gewissen Moment, ich glaube, ab der Hebefigur geht es mir ein bisschen besser. Ja. Und dann macht es sehr Spaß mit dir, die Promenade hier zu laufen. Beziehungsweise in New York zu laufen. Wie heißt das? Ja, super. Oh, die Vokabeln sitzen auch schon. Wortschatz ist... Also Joy, damit kann man arbeiten. Ja. Wie war das mit der Promenade? Ja, super. Sehr gut. Ich möchte einen... Ja, sehr. Okay, also Finale, oder? Wir wollen den Druck nicht so hoch setzen hier. Ich sage immer, wir genießen das und wir geben unsere Bestes Woche zu Woche. Wir versuchen, unsere Bestes zu geben. Ey, und ich bin so gespannt auf die Bremer Stadtmusikanten im Training. Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Ich wünsche euch alles Gute fürs Training Dankeschön. Und für die ganze Let's Dance-Reise. Und wir wünschen ein schönes Wochenende euch. Ich mache so ein Gen Z... Nee, ich kann es nicht. Oh Gott, ja, das ist, versuchen wir es gar nicht erst. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ciao. Umarmungen sind ganz, ganz wichtig auf dem Let's Dance-Parkett. Herzlich willkommen in unserem Livestream. Ja. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Und herzlichen Glückwunsch. Ja.
Also ihr, ja. ihr seid safe? Habt ihr das schon realisiert halbwegs? Auf gar keinen Fall. Wie ist es bei dir? Wir werden trotzdem sehr hart trainieren nächste Woche, auch wenn wir diese Wildcard bekommen haben. Aber ich freue mich sehr auf meinen neuen Tanzpartner. Also ich freue mich sehr. Vor allem, man muss ja dazu sagen, ihr habt ja nicht nur die Wildcard, sondern ihr habt ja auch noch den Punkt von dir. Ihr habt praktisch den doppelten Joker. Ja. Also wenn das mal keine Ausgangslage ist. Besser geht's nicht. Ne? Und dann habe ich auch noch meine Familie, die, das sind 30.000 Menschen, die anrufen. So, ne? Also, die machen im Zweifel das Studio dreimal voll, ne? Die machen alles voll. Die stürmen die Bude. Also glücklicher könnten wir, glaube ich, nicht sein. Wir können gleich gut was essen. Ich werde gut schlafen können. Es ist alles tipptopp. Genau. Ja. Wir waren auch beide super nervös. Auf jeden Fall. Also wir standen beide eigentlich, ne, weiche Knie und total nervös. Also deswegen freuen wir uns. Aber hättest du damit gerechnet, dass du heute hier mit der höchsten Punktzahl schon vom Parkett gehst? Auf gar keinen Fall. Also ich habe bei den Proben so gutes Zeug gesehen, natürlich auch jetzt live. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir das Ding irgendwie holen oder dass ich da... Aber ich will mir darüber auch nicht zu viel Gedanken machen, ich will mir darauf auch nichts einreden, sondern es wird jetzt geht die Reise erst richtig los, jetzt wird erst richtig trainiert und vielleicht scheiße ich richtig rein bei einem anderen Tanz. Also, keine Ahnung. Dafür ist jeder, das zu verhindern. Ja. Aber, ich gebe mein Bestes. Aber ich glaube, die Grundlage bei ihm ist da, oder? Also er ist auf jeden Fall sehr musikalisch, was ich toll finde. Ich finde, er hat sehr natürliche Bewegungen und es hat einfach super viel Spaß gemacht, mit ihm zu tanzen. Auf welchen Tanz freust du dich am meisten jetzt? Ich freue mich jetzt mal auf so was anderes. Also jetzt hatten wir Standard gehabt, ne? Also wir hatten was sehr Elegantes und jetzt könnte ich mir auch so was Temperamentvolles vorstellen. Okay. Wo man noch ein bisschen die Hüften schwingt vielleicht, keine Ahnung, weil... Malika kann das so, weißt du, und dann kann sie mir das auch ein bisschen beibringen. Wie ist denn dein aktueller Hüftschwung so? Ja. So? Ich weiß nicht. Es ist okay, aber es hat noch Ausbaupotenzial, glaube ich. Also, wir haben jetzt noch viel Zeit. Ich wollte gerade sagen, das ist schon recht ansehnlich. Also, ich habe vor zwei Wochen angefangen. Vor zwei Wochen war es noch so. keine Ahnung was. Aber ich wurde gut gedrillt. Also, ja. Mal gucken, wo wir hinkommen. Hast du halbwegs realisiert, dass es jetzt sein könnte, dass du die nächsten Wochen und Monate jeden Freitag hier auf diesem Parkett stehen wirst? Ja, so langsam schon und ich freue mich riesig, weil es hat erst vor ein paar Tagen angefangen. Es kommt mir vor, als wäre ich schon Wochen hier. Alle Leute sind hier super lieb drauf. Ich liebe die Profitänzer und auch die ganze Produktion, alles um Let's Dance herum. Und es wäre wirklich schade, sich früh zu verabschieden. Deswegen, ich will lange hier mitmachen, ja. Ich habe da ehrlicherweise ein gutes Gefühl, dass das noch ein bisschen gehen wird mit euch beiden. Ich sage vielen Dank für eure Zeit. Ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen für eure Let's Dance-Reise. Und eine gute erste Trainingswoche. Vielen Dank. Und ich freue mich auf alle nächsten Tänze von euch beiden. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Schönen Abend. Ciao. So, und wir sagen an der Stelle einmal auf Wiedersehen. Schön, dass ihr am Start gewesen seid hier bei unserem Livestream. Nächste Woche Freitag geht es natürlich weiter um 19 Uhr mit unserem kleinen Warm-up. Dann ist die liebe Janique am Start. Viele Grüße, falls du zuguckst. Und ansonsten sagen wir ciao, tschüss aus Köln. Der erste ab. Let's Dance. Oh Gott, es geht wieder los. Ich bin so froh, Freunde. Ciao. Thank you.